Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Portaltage-Orakel im November 2021. Und ja, es wird auch wieder einen Lichtwandelkreis geben. Es ist wirklich so mega, was ihr berichtet. Ich habe ja die jetzt schon über längere Monate angeboten und ich kriege auch von den Engeln immer wieder eingegeben, es ist unbedingt notwendig, gerade an den Portaltagen zu arbeiten und da an den Portaltagen natürlich die Energiearbeit so mega effektiv ist und auch der Schleier zur geistigen Welt so dünn, dass man auch mega gut arbeiten kann, werde ich das auch weiterhin anbieten. Auch da gibt es immer wieder so ein Thema, um das es geht. Und die Engel sagen, es geht um ein Lichtkörper-Update in diesem November für die Portaltage. Und da gibt es eine Energieübertragung, wie bei den normalen Energiekreisen auch. Und es gibt zusätzlich auch noch immer eine Botschaft von den Engeln für euch. Und eben am wichtigsten ist eben die Energieübertragung, weil die uns wirklich auch anhebt. Es ist ganz wichtig im November, was auch jetzt im Oktober schon immer, dieses eigene Energielevel immer wieder stetig anzuheben und da auch dran zu bleiben. Und das kann man mit den Energieübertragungen mega gut erreichen. Und wenn dich das anzieht, dann komm gern dazu. Ich verlose auch wieder eine Teilnahme in meiner Gruppe, Facebook-Gruppe, Lasse dein Licht strahlen. Also wenn du da mitmachen willst bei der Verlosung, komm gern noch dazu und sei dabei. Und zwar geht's los am 3. November. Da starten die Portaltage und wir haben diesmal 6 Stück. Am 3., am 8., am 11., 16., 24. und am 27. Und natürlich gucken wir auch wieder in die Karten. Jetzt hier gleich und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Karten und wir sehen uns gleich. Los geht's mit den 6 Portaltagen und zwar sind diesmal wieder die Karten von der lieben Heike Bender dabei. Und das sind die Karten Göttinnen Seelenbotschaften 2021. Hatte ich jetzt auch in der Wochenbotschaft wieder mit dabei. Also die ziehen mich im Moment gerade wieder so an. Und die geben uns auch ein Thema des jeweiligen Tages. Und dann habe ich noch die Blockadenlöserkarten dabei. Und das goldene Licht. Wir gucken gleich nochmal. Ich habe es unten drunter gelegt. Ich habe natürlich wie immer nicht reingeguckt. Wir werden es gleich sehen. Und 6 Tage und ich arbeite diesmal mit den kleinen Platten. Ihr wisst ja, es gibt diese Boosterplatten von den Erzengeln und die gibt es in groß und in klein. Und diesmal habe ich mich für die kleinen entschieden, für jeden Tag eine kleine Platte. Und die hier zum Beispiel ist jetzt für Metatron und da sind auch in den kleinen Platten meine Engelsymbole mit eingearbeitet, die ich auch in den Ausbildungen weitergebe. So rum gehört's. Das ist jetzt die Platte zum Beispiel für Metatron, für Beschleunigung. Ja? Und auch die Platten haben natürlich für den jeweiligen Tag eine Bedeutung, ne? Was das für ein Tag ist energetisch. Und die habe ich auch einfach so gewählt, aus dem Zufall heraus. Und da können wir auch noch mal eine Botschaft raus erkennen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Wie gesagt, der erste Portaltag ist am 3.8. und wir haben am 4.8. ja auch den, am 4.11. Auch den Neumond, ja. Und deswegen ist natürlich der 3. und der 4. sind ja auch nochmal ganz besondere Energien, ne? Um den Neumond geht es ja auch nochmal, um die Neuausrichtung. Also das wird sich auch schon am 3. zeigen. Und ich empfinde es auch immer so, dass der Neumond oder Vollmond, wenn er auch mit Portaltagen umgeben ist oder direkt auch an dem Tag ein Portaltag ist, von den Energien nochmal verstärkt. Ja? Wenn ihr hier im Hintergrund was hört, das ist die kleine Nala, die hier mit rumflitzt, ja, vielleicht seht ihr die auch mal hier so durchs Bild flitzen. Ihr wisst ja, der Tiger ist ja leider nicht mehr zurückgekommen und wir haben uns jetzt entschieden, noch eine Katze zu kaufen und sie ist jetzt hier mit dabei. Wir starten mal rein am 3. und da haben wir hier auch den Diamant vom Wurzelchakra. Also kann auch sein, dass dieser Tag für Sicherheit, Urvertrauen da ist. Und die Botschaft von der lieben Heike ist heilende Anlehnung. Ja? Also kann es auch um innere Kindthemen gehen. Also ich deute wirklich das Bild auch so,
Ja, eine Anlehnung wie an eine Mutter, ja. Also innere Kindthemen kriege ich da jetzt auch gezeigt, die an dem Tag durchkommen können, an dem dritten. Ich gucke jetzt aber auch noch mal in dem Heft, was dabei ist bei der lieben Heike. Da haben wir die Nummer 12. Das ist die Nummer 12. Und zwar: Ich möchte dich willkommen heißen beim Anlehnen der Engelgöttin. Lasse dich sanft fallen in das weiche Nest der Zuversicht und ich möchte dir damit sagen, du bist wertvoll und wundervoll, genauso wie du bist. Vergiss das nicht. Selbst wenn du Schutz benötigst, bist du wertvoll. Halte dich an die Menschen, die dir anbieten, dich anzulehnen. Bewahre das freundliche Angebot in Ehren und wenn du diese Anlehnung brauchst, dann wisse, du wirst erwartet. Vertraue darauf, dass es gut wird. Leg dich zu mir und ruhe dich aus. Gönn dir eine Pause. Ja, also für den dritten ist eine Pause mega gut. Na, also wirklich ein bisschen in die Ruhe gehen, in die Stille gehen vielleicht. Wie gesagt, vielleicht hast du auch jemanden, der so ist, wie das hier beschrieben wird. Na, zum Anlehnen eben. Das kann ja auch eine Freundin sein. Aber auch wenn sich innere Kindthemen sein, kann es sein, dass du wirklich deine innere Mutter, dein innerer Vater für dich selbst sein darfst, ne, an diesem Tag. Also das kann auch damit gemeint sein. Jetzt gucken wir noch die restlichen Karten an. Und zwar die Blockadenlöserkarten. Was kann sich noch zeigen? Ja, Seelenanteile zurückholen. Ja, also das sind die Energiekarten jetzt vom Blockadenlöser gewesen. Und ja, das kann sein, dass da Seelenanteile an diesen Tagen auch noch mal zu dir zurück möchten, die sich natürlich noch mal verstärkt an diesen Tagen zeigen können. Ne? Meistens sind ja Seelenanteile, wenn die verloren gehen durch irgendwelche traumatischen Erfahrungen, dass die rausgehen, abgespalten sind vom Energiesystem. Und es kann sein, dass das wieder zu dir zurück will an diesem Tag. Und ich habe die Platte vom Potenzial auch hier liegen. Ja? Das ist Erzengel Schamuel-Energie. Und da geht es natürlich auch um Herzensangelegenheiten, ne, an diesem Tag. Also das kann durchaus sein. Und das ist alles, was da passiert, sieht es nicht negativ, sondern es geht darum, dass du wieder mehr in dein Potenzial kommst. Und das kommst du ja auch, wenn du zum Beispiel deine Seelenanteile zurückholst, die eben verloren gegangen sind. Also sehr spannend, passt alles ziemlich gut aufeinander. Und die dritte Karte ist die Urkraftkarte und da zeigt sich die Meisterenergie. Yes. Ne? Genau deswegen passieren diese ganzen Dinge, damit wir jetzt in diese Meisterschaft kommen, ne? In unsere eigene. Und ich bin ein spiritueller Lehrer und bereit, andere zu führen. Ne? Vielleicht ist das bei dir auch ein Thema, dass du damit rausgehen willst, dass du mit Spiritualität auch arbeitest und dich immer nicht so getraut hast mit der Selbstständigkeit. Also es kann wirklich sein, dass da dann nochmal Türen aufgehen, du Seelenanteile zurückbekommst und jetzt endlich wie so ein Startschuss, ne, dass du wirklich losgehst. Ne? Dafür steht auch das Engelsymbol, ne, dieses Potenzial, was durch dich hier auf diese Erde will. Das kann sein, dass das an dem Tag nochmal bei dir sehr stark rauskommt, wenn das dein Thema ist. Es kann natürlich auch in jedem anderen Bereich sein, muss jetzt nicht beruflich sein. Es kann in allen anderen Bereichen auch sein, dass du einfach mehr dein Potenzial leben darfst und sollst. Also das kann auch in anderen Themen sein. Also wenn es jetzt um Beziehungen geht, um Freundschaften geht, dass sich da auch viel verändert in dieser Zeit und du mehr in dein Potenzial reinkommst. Ne? Also das kann sehr gut sein, dass sich das da zeigt. Ja, dann gehen wir weiter zum zweiten Portaltag. Das ist der achte. Ich nehme gleich mal alle hoch. Und da haben wir auch die Metatronplatte. Also an dem Tag geht es wirklich darum, in die Beschleunigung zu gehen. Passt natürlich mega, eine Metatron sowieso zu dieser Energieanhebung, die ja an den Portaltagen auch da ist. Das Symbol steht für die Beschleunigung. Also es ist auch wieder, etwas soll nach vorne gehen. Ist ja eigentlich bei allen Portaltagen der Fall, ne? Dass es energetisch wirklich nach vorne geht. Jetzt gucken wir uns das Hauptthema an für diesen Tag. Und da steht die wachsende spirituelle Liebe. Yes, also
Boah, ihr merkt schon, ne? Es geht wieder gut los im November. Und das ist die Nummer 40. Ich gucke jetzt gerade noch mal in dem Buch, was da steht. Und da schreibt die Heike: Deine spirituelle Liebe liegt in deinen Gedanken verborgen. Es strahlt aus der Quelle in einer unendlichen Harmonie zu dir herab. Deine Selbstliebe liegt in deinem Herzenszentrum. Fühle mit deinem Herzen, dort findest du die Liebe. Achte auf die Worte, die du nicht hörst. Nicht jedes gesprochene Wort ist für dich gut und heilsam. Fühle auch, deine gesprochenen Worte sind mitfühlend, sie sind umsorgend, sind sie in Harmonie gedacht. Die Selbstliebe ist die Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Sie bereitet deinen spirituellen Weg für dich vor. Ohne deine Selbstliebe bietet sich wenig Möglichkeit, in einer wahren spirituellen Form zu leben. Die Liebe ist selbstlos, sie ist rein und sie ist immer bedingungslos. Die spirituelle Liebe ist die höchste Form, die wir erreichen können. Fühle mit dem Herzen deine Liebe zu dir. Yes. Ne? Mega. Also da kann wirklich nochmal sich in dieser spirituellen Liebe auch was tun. Ne? Kann aber natürlich auch für alle anderen Liebesthemen auch stehen. Ne? Jetzt gucken wir uns die Blockadenlöserkarte noch dazu an. Da zeigt sich nochmal die berufliche Situation, dass an diesem Tag auch nochmal eine berufliche Situation in die Auflösung gehen möchte, ne? Wenn die Ursachenkarte fällt. Vielleicht hast du da verschiedene Themen, ne? Das kann jede Situation auch sein. Entweder bist du arbeitslos, du hast einen Job, der dir nicht mehr gefällt. Also all die Themen, die wir so kennen, die auch uns geläufig sind, da kann sich wirklich an dem Achten was zeigen, was in die Auflösung gehen will. Und die Urkraftkarte sagt uns nochmal 4D-Bewusstsein, ne? Nochmal die Energieanhebung, dass wir auf jeden Fall an diesem Tag mindestens in 4D auch sind. Mein 4D-Bewusstsein erwacht und ich bin im Hier und Jetzt. Das 4D-Bewusstsein ist ja auch dieses Hier und Jetzt. Ne, ganz, ganz wichtig. Im 3D-Bewusstsein sind wir immer noch so im Bewerten und gucken, was die anderen sagen, was die anderen machen. Und im 4D-Bewusstsein bist du wirklich im Hier und Jetzt. Und darum geht es. Also du solltest an diesem Tag auch versuchen, dass du im Hier und Jetzt auch bleibst. Ne, das ist ja manchmal so, werden wir rausgerissen und gerade an so energetischen Tagen fällt uns das ein bisschen schwer. Ne? Da guck wirklich genau hin, wo du dich da hin verrennst und hol dich immer wieder zurück ins Hier und Jetzt. Und wenn dir das mal an so einem Tag schwer fällt, dann setz dich auch einfach mal in einen Raum rein und guck einfach oder zähl einfach Dinge auf, die da sind. Ne? Der Stuhl, auf dem du sitzt, die Lampe, die an der Decke hängt. Vielleicht hast du eine Blume in dem Raum. All das, also zähl das einfach alles auf, was so da ist. Und guck auch, ja, wo kann ich mich vielleicht festhalten? Wo ist der Fußboden? Ne? Und das bringt dich immer wieder ins Hier und Jetzt. Ne? Und wenn du 1000 Gedanken im Kopf hast, mach dir bewusst, dass im Hier und Jetzt keine Gefahr da ist und nicht irgendwie was in deinem Kopf gerade los ist, sondern im Hier und Jetzt ist dieser Raum, diese Stille und dieses Nichts, was gerade da ist. Und das ist immer ganz wichtig, sich da wieder reinzuholen. Ne? Dann haben wir den nächsten Tag, das ist dann der 11. Der 11.11. übrigens. Und da haben wir Erzengel Zadkiel, der sich hier zeigt. Und da geht es in die Entschleunigung. Da geht es wirklich darum, Transformation zwar auch, aber auch es geht darum, in die Ruhe reinzukommen. Das Ganze ein bisschen runter zu pegeln. Dinge, die transformiert werden wollen, dürfen jetzt wirklich auch transformiert werden. Aber es ist trotzdem in einer Ruhe. In einer Ruhe darf das geschehen. Also arbeitet auch gern damit, Erzengel Zadkiel, wenn ihr wollt. Vielleicht hast du ja auch schon die kleinen Platten. Dann kannst du auch immer dir natürlich Wasser herstellen an diesen Tagen mit den Platten, die ich jetzt auch gezogen habe. Ja, die sind natürlich immer gut. Auch die kannst du auch für Energiearbeit anwenden. Ne? Wenn du die in die Hand nimmst, zwischen die Handchakren, auch mega super als Energieübertragung. Ja, selbst wenn du jetzt keine Energieeinweihung hast, kannst du mit den Werkzeugen arbeiten. Die werden dich trotzdem da ziemlich gut unterstützen.
Dann haben wir die Karte von der Heike als Überschrift und da kommt die göttliche Verbindung. Yes. Ne? Zadkiel steht ja auch für das Kronenchakra und da geht es um deine göttliche Verbindung nach oben. Und da ist auch eine Krone mit aufgezeichnet auf dem Bild von der Heike. Das sagt mir jetzt nochmal so, wir sollen wieder unser Reich annehmen. Also du sollst dein Königreich annehmen. Ne? Nicht nur die göttliche Verbindung nach oben, sondern auch die göttliche Verbindung zu dir selbst. Und das ist die Nummer 13. Und die Heike schreibt dazu, sei stets in Verbindung mit Mutter Erde. Manchmal sind wir mit unseren Gedanken nicht im Hier und Jetzt, nicht in der Gegenwart. Wir jagen von einem Termin zum nächsten, planen schon die Winterferien im Sommer und denken darüber nach, wen wir in 2 Jahren zu unserem Geburtstag einladen. Dabei vergessen wir, hier zu sein, hier an diesem Ort, hier auf dem Planeten, hier auf dem Gottesacker, der uns nährt, der uns Raum schenkt und uns ruhig und vertrauensvoll wohnen lässt. Witzig, ne? Das habe ich gerade eben auch zum Vortag erzählt. Und diese Energie scheint sich da nochmal durchzuziehen. Und es kann sein, dass du gerade von außen zur Ruhe und Stille gezwungen wirst. Wobei ich lieber das Wort veranlasst wählen möchte. Wir sind zur Ruhe veranlasst und wir geben uns dem hin. Ne? Passt auch mega gut zu dem Entschleunigungssymbol, was ich gezogen habe. Also gönnt euch an diesem Tag auch ein bisschen Ruhe in Verbindung mit Zadkiel, dass sich die ganzen Themen auch transformieren dürfen. Jetzt haben wir noch eine Ursachenkarte von den Blockadenlöserkarten und da zeigt sich der blinde Fleck. Da kann sich tatsächlich dann auch noch mal was auflösen an dem Tag, was dir vielleicht nicht bewusst ist. Ne? Da kann sich noch mal was zeigen, was du gar nicht mehr auf dem Schirm hattest. Ne? Oftmals haben wir ja viele Dinge, wo wir sagen, mein Gott, kommt immer wieder das Thema X. Ne? An dem Tag kann es sein, dass da noch mal was Neues dazukommt, was du jetzt gar nicht mehr so gedacht hast. Dann die dritte Karte, die göttliche Entfaltung. Ja, mega passend. Und die Affirmation dazu ist, ich erlaube mir, meine Gabe zu entfalten und auf die Erde zu bringen. Ne? Guck mal, was das bei dir ist. Und nehmt euch auch an den Tagen immer Zeit für euch, ne? Um die Dinge zu reflektieren. Wenn du beim Lichtwandelkreis dabei bist, dann ist es sowieso so, dass du genau die Energie bekommst, die für dich gerade wichtig ist. Na, und gerade dieses Update für den Lichtkörper ist jetzt ganz wichtig, dass wir auch leichter wirklich mit den neuen Energien und mit diesen neuen Frequenzen auch umgehen können. Und dass eben die Frequenzen von Angst und Wut und Ärger jetzt einfach auch umprogrammiert werden können, dass wir besser auch wieder damit umgehen können. Ne? Weil gerade an den Portaltagen kommt das ja raus, ne? Dieses niedrig schwingende will ja aufgelöst werden. Dann haben wir den nächsten Portaltag und das ist der, mal gucken auf meinem Zettel, der 16. 16.11. ist der nächste Portaltag mit der Überschrift Mitfühlendes Wort. Guck mal, das ist auch wieder so ein schöner Engel oder so eine schöne Göttin. Beides. Engelgöttin sozusagen. Und das mitfühlende Wort, gucken wir jetzt mal rein bei der Heike auf dem Zettel, in ihrem Büchlein, besser gesagt, die Nummer 9. Wie oft stehen wir vor einer Situation und trauen uns nicht, ein liebevolles Wort zu sagen. Stattdessen schauen wir weg, flüchten aus der Situation, weil sie uns zu sehr beunruhigt. Unausgesprochene Worte liegen in der Luft. Sie sind förmlich zu greifen und doch schaffen wir es nicht, das erste Wort zu wählen. Warum tun wir das? Wir haben Angst, Angst vor Zurückweisung, Angst, nicht die richtigen Worte zu finden, Angst vor Geringschätzung, Angst vor lapidarer Nichtbeachtung dessen. Und doch ist es so wichtig, das erste mitfühlende Wort zu wählen. Denn wenn du aus deiner tiefen inneren Liebe und Freude heraus das Wort des Mitgefühls wählen kannst, kann es gar nicht anders sein, als verstanden zu werden. Mitfühlende Worte schaffen Nähe. Also ganz wichtig an diesem Tag einfach auch zu reden, ne, auszusprechen, was du wirklich auch möchtest.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Worte aussprichst. Und egal, wenn du auch Angst hast, vielleicht möchtest du irgendjemandem bestimmten irgendetwas sagen, was dir wichtig ist, dann ja, nutze auch diesen Tag unbedingt dazu. Ne, da scheint die Energie ganz gut auch zu sein dafür. Dann haben wir die Blockadenlöserkarte. Und da zeigt sich das Thema Finanzen. Ja, das kann an diesem Tag nochmal aktiv werden. Ja, geht es um Fülle. Geh in dein Füllebewusstsein rein. Ja, mega. Also mach dir da auch nochmal Gedanken drüber. Hier ist auch das Heilsymbol, ne, was wir an diesem Tag haben. Auch eins meiner Symbole. Und da sind wirklich Dinge, die in die Heilung gehen wollen. Erzengel Raphael, Energie, energetische Heilung natürlich. Heilung deiner Finanzen. Heilung deines Füllebewusstseins. Ganz wichtig an diesem Tag. Wenn du noch irgendwelche Mangelsachen hast und was auch witzig ist, ne, das Halschakra steht auch mit hier dran an der Karte, ne, weil wir ja gesagt haben, sprich an diesem Tag die Dinge einfach aus. Total spannend. Und geh aus dem Mangel raus. Ne? Wenn da noch Mangelsachen da sind, Mangelgedanken, mangelndes Selbstwertgefühl, muss nicht nur Finanzen betreffen. Also ich kriege jetzt auch durch, dass es auch um dein Mangelbewusstsein geht. Also dass du selber dich nicht gut genug vom Selbstwert her findest. Ja? Das auch kann damit gemeint sein. Und guck dir das auch genau an. Ne? Dann haben wir als letzte Karte die Mutter Erde. Ja, versuch an dem Tag auch gut geerdet zu bleiben. Ich bin verwurzelt mit Mutter Erde. Ich bin sicher und getragen. Ja, also, dass du an dem Tag wirklich auch noch mal guckst, wie kann ich mich am besten erden. Geh raus, geh in die Natur. Ja, erde dich. Ne? Du kannst auch energetisch ja arbeiten. Ich habe auch eine Meditation zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal zum Erden aufgenommen. Die kannst du natürlich auch mega gut dafür nutzen an dem 16. Dann haben wir den nächsten Tag, das ist der 24. Da habe ich auch wieder die Scheibe vom Potenzial. Also da geht es wieder Herzchakra-Themen, Erzengel Samuel, Potenzial. Ne? Das ist da wieder dran. Und wir gucken mal von Heikes Karte, welches Thema. Und da kommt die heilende Entscheidung. Ja, es kann sein, dass da eine Entscheidung getroffen wird an diesem Tag. Das ist die Nummer 6. Vielleicht weißt du es auch direkt. Also all das, was dir jetzt direkt reinkommt, ist Thema. Ne? Kann Thema sein. Vielleicht weißt du auch, dass du eine Entscheidung treffen musst. Der Tag wäre gut dafür. Und die Heike schreibt, heilende Entscheidungen zu wählen ist ein Wesensanteil eines gut gelingenden spirituellen Lebens. Dies zu erkennen und zu entscheiden ist die Kunst und letztendlich die Lernaufgabe für dich. Das Betrachten der Dinge und die Erfahrung dessen. Das Hineinfühlen ist die Gabe deiner Entscheidung. So sind die Anteile des Schauens durch die Darstellung der Pusteblumen energetisch angehoben, somit sichtbar fragile geworden. In jeder dieser Pusteblumen sind Geschehnisse, die du loslassen kannst oder auch behalten kannst. Es liegt an dir, wie du wählst. Ja, sie hat hier Pusteblumen gemalt und genau das ist es. Ne? Stell dir vor, wenn du wirklich was loslassen willst, eine Entscheidung treffen musst, wie du das loslässt. Ja? Mach das ruhig auch mit der Vorstellung von der Pusteblume. Wie leicht auch, wenn du diese Pusteblume pustest, ne? Diese kleinen Dinger wegfliegen. Ne? So leicht kann es auch sein, an dem Tag eine Entscheidung zu treffen. In Leichtigkeit. Ja. Bedenke, wenn du etwas loslassen möchtest, ob es dir letztendlich nicht doch sehr dienlich für dein Wachstum war. Hadere nicht, wenn das mit dem Loslassen dir nicht gelingen will. Dann ist vielleicht noch nicht die Zeit dafür reif oder du brauchst es noch eine Weile in deinem Umfeld. Messe dich nie an anderen. Jeder hat seinen eigenen Zeitplan für Veränderung, Erneuerung, Geschehnisse oder Ähnliches. Ne? Also da auch nochmal das Thema des Vergleichens, was mit reinkommt, finde ich super. Ne? Oftmals ist es ja so, dass wir sagen, der oder die hat das aber schon geschafft und die sind schon viel weiter und
geh da wirklich auch raus aus dem Vergleichen. Ne? Gerade an diesen Tagen kann uns das natürlich triggern. Vielleicht bewertest du da irgendwas, vergleichst dich auch an dem Tag, ne? Was dann wieder so ein Triggerpunkt auch sein kann. Aber da auch dann rausgehen. Dann haben wir die Blockadenlöserkarte und da zeigt sich die unklare Zukunft. Ne? Passt ja wieder mega zu der Entscheidung. Ne? Also werd dir an diesem Tag auch klar, vielleicht magst du dir auch Notizen machen, wie die Zukunft sein soll. Ne? Wenn du nicht sicher bist, wie sie sein soll, dann schreib einfach auf, was will ich nicht mehr? Ne? Und somit kommst du halt auch automatisch dahin, was du willst. Ne? Einfach über das erstmal gucken, was will ich nicht mehr. Ne? Also auch ganz spannend. Dann haben wir die Urkraftkarte und da kommt auch nochmal die Seelenheilung. Yes. Ja, das wird jetzt immer mehr auch sichtbar werden, dass viele alte Themen einfach in die Heilung gehen können. Deswegen auch ja, Lichtkörper-Update. Ne? Es wird wirklich so sein, dass jetzt viele alte Sachen einfach auch rausgehen, damit wir wirklich nach vorne gehen können und wirklich in dieses Potenzial reinkommen. Ne? Jetzt kommt die kleine Maus auf den Tisch. Guckt mal, sie hat es jetzt endlich mal geschafft, darüber zu laufen. Wir hoffen mal, dass sie hier alles stehen lässt. Ansonsten müssen wir das Video nochmal anhalten. Ne? Also Seelenheilung an diesem Tag. Und dann sind wir schon bei dem letzten Tag. Und das ist der 27. Und an dem 27. gucken wir mal, habe ich wieder Zadkiel gezogen. Ne? Das ist wieder der letzte Tag und da geht es wieder um die Entschleunigung. Ne? Erzengel Zadkiel, also auch Transformationsthemen. Und wir gucken mal in die Karte von der Heike mit rein. Und da kommt es freie Bewusstsein. Ne? Auch der Schmetterling passt wieder mega gut zur Transformation und Erzengel Zadkiel. Ja, ihr seht, ne, es passt immer alles zusammen. Und wir haben auch rechts hier außen Kronenchakra liegen. Ne? Also ohne Worte, wieder wie das auch passt. Und das freie Bewusstsein hat die Nummer 26. Da lese ich euch auch nochmal aus dem Büchlein hier vor. Und da steht, Freiheitsbewusstsein lenkt und leitet deine Handlungen in ein erfülltes Leben. Deine Ausrichtung, deine bewussten Gedanken entscheidet über deine Handlungen. Du bist also für dein Erleben selbst verantwortlich, indem du dir deine Erlebnisse mit deinem Denken herbeiholst und das geschieht ausnahmslos. So ist es wichtig, die positiven Gedanken zu wählen, die heilvollen, die heilsamen, die Gedanken, die dich sicher sein lassen, die Gedanken, die dir Vertrauen schenken. Somit gibst du deinem Unterbewusstsein die lebensspendenden Muster, die du brauchst, um ein freies Dasein zu leben. Ne, also mega, mega passend. Ne? Achte an diesem Tag unbedingt auf deine Gedanken. Ja, das ist ja immer das, was so wichtig ist, ne? Was du denkst. Und verändere deine Gedanken. Wenn die ganz negativ sind, dann schreib die auch mal einen Tag lang auf. Und ja, lies es dir einfach am Abend mal durch, was du alles für negative Gedanken aufgeschrieben hast. Und formuliere sie aber dann abends, wenn du Ruhe hast, gleich in was Positives um. Ne? Ganz wichtig. Dann haben wir die Urkraftkarte jetzt mal zuerst. Und da kommt nämlich noch die Selbstlüge. Ne? Wo belügst du dich noch selbst? Ich bin ehrlich zu mir selbst und erkenne, was zu tun ist. Ne? Da geht es wirklich um die Richtung nochmal genau. Ne? Dein Bewusstsein, wo du hin willst. Und die Blockadenlöserkarte an dem Tag, ja, da zeigt sich auch nochmal die Verstrickung. Ne? Das kann auch nochmal mit anderen zu tun haben. Ne? Verstrickungen zum Beispiel, wenn du deinen Weg kennst, hast aber Angst, das zu machen, hast Angst, da weiterzugehen. Also es kann auch sein, dass sich an dem Tag nochmal andere Menschen einmischen. Wenn du zum Beispiel gerade dabei bist, dein neues Bewusstsein zu planen, vielleicht spüren die auch direkt, dass du anders geworden bist, ne? Dass du anders denkst, dass du andere Dinge tust. Ja, all das kann sein. Und dich da auch nicht ja, unterkriegen zu lassen, ne? Da wirklich einfach dran zu bleiben. Ja, Wahnsinn, ihr seht mega viele Informationen für diese 6 Tage
Und wenn du, wie gesagt, mitmachen willst beim Gewinnspiel, komm gerne noch in die Facebook-Gruppe, lasse dein Licht strahlen. Am 3. direkt werde ich das auslosen. Ja, ich werde das Video ja jetzt ein bisschen früher einstellen, dann komm gerne noch rein. Und ansonsten kannst du dich natürlich auch so anmelden. Ich habe die Preise jetzt auch sehr gering gehalten für die 6 Tage, sodass wirklich jeder, der an sich arbeiten will, einfach dabei sein kann. Und ich freue mich, wenn du dazu kommst. Und wünsche dir alles Liebe. Schreib mir auch gerne unten in die Kommentare, wie die Themen gepasst haben, auch im Nachhinein vielleicht, wenn du an den Portaltagen nochmal hier auf das Video kommst. Schreib gerne rein, wie das gepasst hat und was es dir vor allem auch gebracht hat. So, ihr Lieben, da sind wir schon am Ende des Videos angekommen und nutz es gerne im November für die Portaltage. Wenn du vielleicht so einen Tag hast an den besagten Tagen, dann schau hier gerne nochmal in das Video zu dem einzelnen Tag. Was hat es für eine Information für dich? Wie ist die Energie und um was geht es an diesem Tag? Also nutz es wirklich und auch die Energiearbeit natürlich dazu. Und ja, ich wünsche dir einen super schönen November. Freue mich, wenn wir uns im Lichtwandelkreis sehen und wünsche dir alles, alles Liebe und bis ganz bald. Tschüss. Thank you.